Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhist von 80 mit einem meiner Unboxing-Video für euch und ich bekam ein Paket von Filmarena, richtig, und zwar hier ist es drin und ich weiß schon, was drin ist, nämlich Lone Spot, denke ich mal, hoffe ich mal, und ich mache einfach hier mal auf und dann gucken wir mal an, ob das wirklich die Wahrheit entspricht, dass hier Lone Spot drin ist. Jo. Oder auch nicht. So. Ach, du Liebe. Es ist Alo und Spot. Ach, liebe Filmarena, ihr macht den ganzen Müll wieder rein. Und dann. Und. Und. Und da haben wir dann wieder das schöne Media-Full-Slip drin. Der volle Slip von einem Mediabook. Und schuppi, 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 schuppi. So, oh, schön, da ist es. Kodinga! So, dann wegräumen das Zeug. Und dann haben wir hier das schöne Full-Slip von The Good Dinosaur oder auf Deutsch Alo und Spot. Der Film hat mir gut gefallen, ist jetzt nicht der Oberburner von Pixar, aber auch richtig schöner Film, auch sehr traurig und auch sehr tragisch, wie ich finde, und aber trotzdem hat mir wirklich klasse gefallen. Ja, das Teil ist auf 750 Stück limitiert, ich habe die Nummer 229, wie jetzt immer, und haben wir hier sogar noch Spezifikationen hinten drauf, hier unglaublich, das ist immer was ganz Neues von Filmarena. Hä? Jo, okay, wir fangen mal von hier vorne an und da sieht man schon mal dieses schöne Motiv von dem Alu, der hier bei den Glühwürmchen rumfliegt und sehr gut, Dinosaur ist ja schon mal schön geprägt. Ich würde mal sagen, wir machen einfach mal das schöne Teil auf und dann gucken wir uns mal das genauer an, aber ich denke mal, dazu werde ich mir mal ein paar Kondömchen holen. Was meint ihr dazu? Ja, das machen wir, denn ich habe es schon vergessen einzupacken. Schlechte Vorbereitung, lieber Vorhis, schlechte Vorbereitung, wirklich wahr. Man muss immer dafür gewappnet sein, Kondome auszupacken. Oh yes, bis gleich. So, habe ich mir aus meinem Geldbeutel geholt, meine Kondome. Hier sind sie nun. Und ja, ich mache aber erstmal den ersten Anfang ohne Kondom, denn ihr wisst ja, die Filmarena packt ihre Sachen immer extrem gut ein. Und... Ach, ist der süß. Ach, ich brauche gar nicht keine Kondome. Nö. Ja. Oh Gott, ist das geil. Entschuldigung, bin wieder begeistert. So, hier einmal Alo und Spot. The Good Dinosaur. Und ihr seht schon die Augen von Alo, die leuchten und glänzen hier. Richtig cool. Die Pupillen aber nicht. Der Mund ist hier glänzend. Und natürlich auch diese ganzen kleinen Glühwürmchen leuchten natürlich hier auch ein bisschen und glänzen ein bisschen. Sehr cool, auch sehr gut. Deine Sache ist hier oben geprägt und glänzend gehalten. Absolut genial. Ansonsten ist das komplette Fullslip eher matt gehalten und fühlt sich auch so an wie Hüttenpapier. Hier eben sehr gut. Deine Sache ebenfalls, das ist auch geprägt und natürlich auch die Logos hier oben ebenfalls mit Prägung. Hinten drauf auch ein richtig cooles Motiv mit Spot und auch hier die Augen leuchten hier auch und ebenfalls auch die ganzen Glühwürmchen hier. Haben, sind ein bisschen erhaben und leuchten natürlich auch. Und wenn man jetzt hier so dreht, haben wir eigentlich fast ein zusammenhängendes Bild. Richtig stark. Oben ist nichts drauf gedruckt und an der Seite eben hier unten 229 von 750 Stück. Sehr cool. Und jetzt werden wir mal schütteln das Glück. Und jo, hier nochmal eben das schöne Fullslip. Und da haben wir dann hier noch dann die Limitierungskarte drauf, die schaut so aus. Und hier eben auch wieder keine Prägung vorhanden, aber ist egal. Darüber sprechen wir jetzt gar nicht mehr. Und dann machen wir das hier nochmal kurz auf. Und da haben wir eben dann hier dann das Speckmotiv von der Limitierungskarte. Und jetzt gucke ich mal, ob hier deutschen Ton drauf ist. Nein. Hat es nicht, aber schon mal sehr cool. Dass hier eben auch wieder so eine
Banrule mit dabei ist, mit den ganzen technischen Daten. Ist sogar auf Englisch und hat die 3D- und die 2D-Version enthalten, aber gut, ohne deutschen Ton ist es etwas blöd. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall mit dabei, sehr schön. Und da haben wir dann hier eben das schöne Fotobuch dazu. Und würde mal sagen, da gucken wir mal als erstes mal rein und dann gehen wir zum Steelbook über. Ja, und das machen wir jetzt gleich mal sofort. Los geht's. Ja, hier ist der Good Dinosaur in einem schönen, dicken Booklet, Fotobuch. Und da blenden wir jetzt mal rein. Und ich kann nur echt nur sagen, das hier sind, glaube ich, die beste Animation, die ich, glaube ich, jemals in einem Animationsfilm gesehen habe. Allein das Wasser finde ich so gigantisch. Auch diese Berge, es war wirklich wie echt. Und da fand ich das wirklich sehr genial gemacht. Die Story, okay, hat mich nicht so ganz überzeugt, aber war auch natürlich auch sehr schön. Aber für mich auch einer mit von eher schwächen Disney-Filmen. Aber trotz alledem, die Animation hier ist wirklich genial gemacht. Und auch natürlich auch die Mimik von den Viechern oder von den Tieren fand ich richtig klasse. Die hier fand ich zum Beispiel extrem lustig, die beiden. Und ja, hier eben dann das schöne Gebirge. Hier eine Schlange, wo gerade Spot so anzugreifen. Also die Bilder sind wieder richtig schön gemacht. Wirklich richtig klasse. Und hier ein trauriges Bild. Also wirklich, der Film hat schon ein bisschen, ist schon sehr traurig auch. Au! Und hier eben ein schönes Bild mit einem Glühwürmchen. Ach, ist nicht süß. Und hier ein richtig cooles Bild auch. Und ja, das ist cool gewesen. Also wir haben richtig tolle Fotos in diesem Full Slip drin. Wirklich klasse. Ihr seht schon, also ich hoffe, dass Filmerin jetzt ein paar mehr Disney-Filme raushaut noch in ihren Fullslips, denn es ist wirklich saucoole Fotos dabei und genial. Genial. Und hier ein Oviraptor. Und jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss des Fotobuches. Und hier die letzte Seite. Jo. Und das war's. Hier ist ja nichts aufgedruckt, außer das Disney und Pixar Logo. Aber trotz alledem ein richtig cooles Fotobuch. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es bei den Steelbook weitergeht. Ja, das war ein richtig cooles Fotobuch, wie ich finde. Und jetzt geht's direkt über zu dem schönen Steelbook mit einem richtig coolen Lentikularbild mal wieder. Das Steelbook gibt es ja auch bei Zavi und auch aus Italien zu besorgen. Aus Italien hat es auch einen deutschen Ton enthalten. Das habe ich auch mir geholt. Und jetzt hier eben erstmal das Lentikular. Und da muss ich sagen, auch wieder richtig cooler Effekt dabei. Vielleicht ein bisschen dunkel gehalten. Und jetzt seht ihr hier das hier und das verwandelt sich zu dem hier. Wieder richtig steig, wie ich finde. Absolut genial. Echt klasse. Ja, und dann noch hier noch das Steelbook. Und das Steelbook hat auch eine Prägung. Leider ohne irgendwelche Schriftzeichen, also ohne Text leider. Und das machen wir auch mal auf. Auch dieses Steelbook ist eher matt gehalten. Mit ein paar Glanzeffekten drin. Und vorne drauf eben dann der Alu mit der Menschenhand und das hier ist alles geprägt. Schaut sehr cool aus, wie ich finde. Und eine Rahmenprägung gibt es auch noch außenrum. Das Bein, wie immer von Disney, hat nur die komischen Bilder drauf, das mir nicht gefällt. Aber hin drauf ein richtig cooles Backmotiv. Eben auch mit den Glühwürmchen und auch richtig, richtig schönes Teil. Ja, dann machen wir mal auf. Und da befindet sich dann die 3D Blu-ray Disc drin und dann einmal die 2D Blu-ray Disc. Und natürlich gibt es hier dann auch noch ein paar schöne Charakterkarten, die machen wir noch gleich zum Schluss. Und dann jetzt hier dann noch der Innendruck, auch ein richtig tolles Teil, wie ich finde, echt erstklassig und ist auf jeden Fall wirklich ein Hingucker, dieses ganze Steelbook. Und gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, und jetzt
kommen wir noch dann zu den Charakterkarten. Und da gibt es zwei Stück. Wir machen zuerst mal die auf, wo der Alun drin ist. Ist auf zwei Stück geteilt. Sehr cool. Und da haben wir erstmal Arlo. Sehr schönes Bild. Und hinten drauf auf Englisch eben dann einen Text über ihn. Wirklich sehr cool. Dann haben wir hier den Bug. Und auch hier wieder einen Text dazu. Dann haben wir die Mama. Und eben hier dann noch dann die Lebenslauf von ihm und auch noch dann der Papa. Sehr schön. Und dann machen wir doch gleich mal die hier auf. Und da sehen wir dann noch die anderen Charaktere, nämlich hier ist wieder der Nash. Und dann der Butch. Und die Ramsay. Und der Spot. Und der Forest Woodbush. Sau geiles Bild. Wirklich richtig schöne Teile dabei. Wirklich richtig schön. Kann man echt sich freuen. Ja, und dann gibt es noch ein paar schöne Sticker. Drei Stück an der Zahl. Die zeige ich natürlich auch noch. Ist völlig logisch. Und einmal haben wir hier den Alo. Upsili. Tada. Einmal dann die drei T-Rexe. Und einmal der Spotty. Yo. Das war der Inhalt von der Full Sleeve Edition von Filmarina von Sehr gut, Dinosaur oder auch Alo und Spot. Und ich finde die Edition auch richtig gelungen, wieder wie immer. Also wirklich genial. Das Lendikular ist geil. Auch die ganzen Charakterkarten wirklich sehr schön. Und jetzt macht die Emma auf. Und jetzt geht es gleich weiter im Kinderzimmer. Bis dann. Tschüss mit Ö und